Messe selber wird natürlich in vielen Bereichen auch immer spezifischer, etwas spezieller. So haben wir dieses Mal zum ersten Mal diese Lounges auch mit eingeführt. Sie haben es gerade selber angesprochen, dieses Thema MRS ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema jetzt bei uns. Hängt auch damit zusammen, dass wir ja eben die Kollegen aus der Idee GmbH heute bei der Tevis natürlich haben und auch diese Produkte entsprechend jetzt präsentieren können, alles aus einer Hand liefern können. Dafür eine Lounge, dann die Managementrunde hatten wir das letzte Mal schon zum ersten Mal eingeführt, auch immer mit super tollen Ergebnissen. Und ich finde es auch immer total spannend, wie offen und frei die einzelnen Geschäftsführer auch über ihre Probleme reden und es ist einfach ganz toll, auch gemeinsame Lösungsansätze da zu diskutieren. Wichtig natürlich sind die aktuellen Trends und Entwicklungen, A, was von Tevis kommt und B, was auf dem Markt passiert, was bei unseren Mitbewerbern passiert und bei unseren Zulieferern. Schnelligkeit wird ja von Tevis auch immer wieder, sag mal, gepusht. Was auch immer wieder, wenn eine neue Release kommt oder eine neue Version, man merkt es immer wieder, dass es auch super daran gearbeitet wird und schneller. Ja, vor allem die Vorführungen, die man direkt live am Grünplatz erleben kann, von Anwenderseite, ist natürlich sehr interessant. Und ja, natürlich auch die Vorträge. Ich denke, dass man mit dem integrierten CAD schon sehr weit kommt, dass man nicht immer hin und her switchen muss, sondern dass man sehr viele CAD-Anwendungen schon im KAM-Bereich machen kann. Und es ist zum einen eine hochinformative Veranstaltung, um zu sehen, was gibt es Neues, was passiert Neues bei der Firma Tevis im Detail. Aber ich glaube, es kommen auch sehr viele Leute sehr gerne, um auch die anderen Kollegen kennenzulernen, zu treffen und einfach auch, um zu diskutieren und über Anwendungen zu beraten, weil das ist das Salz in der Suppe. Also die Vorträge finde ich interessant aufgebaut und weil es im Endeffekt strukturiert ist. Und das andere, so ein bisschen Berührungspunkte zu haben über Newsletter hinaus, was im Endeffekt so als Neues aufgeboten wird, ist natürlich schön und dass man auch ein Stück weit ins Gespräch kommt mit den Usern. Das ist doch sehr, sehr hilfreich auch für uns, um zum einen natürlich das Netzwerk auch auszuweiten, zum anderen aber auch so ein bisschen von Innovationen mitzubekommen und ja, einfach mal zu schauen, wo geht der Weg hin. Kunden haben natürlich angesprochen, dass der Wettbewerb immer intensiver wird für sie. Es gibt den Fachkräftemangel auch in der Branche. Diese Themen beherrschen natürlich das Management in den Firmen. Die Tevis hat sich ja schon sehr früh auf diese Themen auch fokussiert, indem wir nicht alleine die Software nur in den Vordergrund gestellt haben, sondern immer den Prozess bei unseren Kunden, das heißt bei den Werkzeug-, Modell- und Formenbauern vornehmlich, und hier ganzheitlich beraten. Im Vorfeld hat man ja eben die Möglichkeit, sich mit den entsprechenden Beratern oder dem zuständigen Verkäufer zu unterhalten, einen Termin zu vereinbaren und dann eben genau die Themen zu besprechen, die man gelöst haben möchte, die man angesprochen haben möchte. Und da gibt es eigentlich keinen besseren Ort im Hause Tevis als die Hausmesse jährlich. Ja, der ist schon wichtig, weil einfach die neuen Funktionalitäten vorgestellt werden. Was kommt auf uns zu? Man kann einen Chef berichten. Tevis macht dies und das. Ich bereite automatische Schablonen vor und NC-Sets und so weiter. Und das ist auf jeden Fall, hat uns sehr auch im Kleinteilbereich nach vorne gebracht. Ja, man kann Fragen stellen, man kann sehr, sehr viel mitnehmen und insgesamt habe ich das hier immer als eine abgerundete, schöne Sache gefunden. Also es ist ein wunderbares Erlebnis herzukommen. Wir können diese Produkte aus eigener Anwendung, ich habe einen Kollegen oder wir benutzen sie selber, um auch im Zusammenhang mit unseren Maschinen dann eine durchgängige Technologie abzubilden. Für mich sind Tevis Produkte State of the Art. Ne? Ich bin sehr zufrieden, was die CAD-M-Schiene anbetrifft. Also hier habe ich schon einige Erfahrungen. Ich habe auch andere Systeme kennengelernt und vom CAM muss ich sagen, ist das Tevis das Beste. Die Technologie jetzt mal in den Vordergrund gestellt, nicht den Prozess. Und es kam ganz klar raus, dass natürlich diese Technologiethemen, die neuen Funktionalitäten innerhalb unserer neuen Release 6
eins der Highlights war. The CAM software from Tebis is a very useful because it's a powerful tool to optimize our paths, in this case to optimize the passes of the tools and to improve the performance of the machine tool. Der Tebis Kundenservice ist in meinen Augen sehr gut. Man hat kurze Wege, es gibt schnelle Entscheidungswege bei Tebis und Wünsche und Anregungen werden aufgenommen und nach Möglichkeit schnellstmöglich umgesetzt. Man will häufig auch mannlos arbeiten an den Maschinen. Und da sind so Partner wie Tebis natürlich extrem wichtig für uns, um einfach auch diese Programme dann direkt an die Maschine überspielen zu können und nicht mehr den Aufwand zu haben, dass da noch viel an der Maschine im Shop programmiert werden muss. Dieser Rahmen hier, der bietet an, sowohl technische Gespräche zu führen, wie auch eine persönliche Beziehung aufzubauen. Also wir treffen hier auf eine Vielzahl an Kunden unseres Hauses, ja, und was soll ich sagen, auf eine Vielzahl an Menschen, die noch Kunden unseres Hauses werden sollten. Also das ist für uns ganz toll und das gehört bei uns im Grunde in die Messelandschaft eines jeden Jahres im Grunde fest mit herein. Dadurch, dass man auch von der Entwicklung, von den Werkzeugen her eng zusammenarbeitet, ist das mit Sicherheit ein großer Profit für uns, dass man hier auf der Hausmesse immer präsent ist. The advantages are definitely the simulation to avoid machine collisions and keep our equipment in good shape and also to standardize processes and tool libraries and allow a predictable outcome and throughput. Software, die hat bei uns bisher alle Probleme gelöst und wir konnten alles fräsen, weil wir sind eigentlich stark abhängig von den Daten, die wir von unseren Kunden erhalten, die verschiedene Systeme nutzen und mit Tebis konnten wir das immer lösen. Also am meisten interessiert mich hier die Innovation, die Neuigkeiten, was Tebis zu bieten hat, auch für unsere Firma, dass wir halt effektiver werden und auch schneller werden. Wir gehen momentan sehr stark in die Richtung MES. Manufacturing Execution System, da geht es um das Planen und um das Steuern von Fertigungsaufträgen komplexerer Art. Wir sind ja in der Einzelteilefertigung tätig. Dort bieten wir jetzt zwei Möglichkeiten an, günstig einzusteigen in diesen komplexen organisatorischen Ablauf. Einerseits eben mit der Maschinendatenerfassung, andererseits mit dem Management aller Fertigungsdaten. Relativ leichte Bedienbarkeit, übersichtlich. Ja, also man kann eigentlich wirklich fast alles damit realisieren. Ja, wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Tebis-Produkten. Wir haben hier einige tolle Projekte schon mit Tebis verwirklicht und haben auch einiges aktuell in Arbeit und sind da sehr zuversichtlich, dass wir das auch in Zukunft sehr erfolgreich gestalten können. Also auf die Themen, die wir im Moment sehr häufig treffen, da geht es darum, wie schaffen es die Firmen unserer Branche, sehr, sehr schnell auf die Anforderungen deren Kunden zu reagieren. Also der Liefertermin wird mehr und mehr zum Entscheidungskriterium, ob ein Kunde den Auftrag bekommt oder nicht. Und da versuchen wir natürlich bestmöglich dabei zu unterstützen. Wir sind sehr zufrieden. Also wir haben angefangen mit einem Arbeitsplatz, sind mittlerweile bei 4 voll ausgestatteten Arbeitsplätzen mit allen Modulen, was es eigentlich so gibt. Also das ist ein gutes Produkt. Ja. We can take the software to a lot of things help our factory. Der Tebis Software ist das Durchgängige von der Konstruktion direkt über die Programmierung bis in die Fertigung. Not only CAM, but also so whole function for module Tebis has, so it's a big advantage any other competitor. Zu
Zusammenarbeit klappt sehr gut, wird immer enger, gerade da auch eine engere Kooperation mit unserer Mutter in Japan immer weiter forciert wird, auch von der Firma Tebis. Latest, we have opened a new plant in Torino, which is 4.0, and we are now evaluating to use the, let's say, the organization side of Tebis to program and to manage the activities. Also die Vorträge sind sehr interessant, vor allem für uns aus dem Designbereich. Die Vorträge, wo jetzt aus Japan waren zum Beispiel, sind sehr interessant. Und dann die anderen Bereiche, Fräsmaschinen, Programmierung. Tebis ist ein Familienunternehmen, was in Japan sehr wichtig ist. Einfach das Vertrauen in das Unternehmen und dann auch in das Produkt. Diese ganze Kombination, dieses Bild, das ist in Japan sehr, sehr wichtig. Deswegen versuchen wir, so viel wie möglich an Kunden hierher zu bringen. Und es klappt auch jedes Jahr ganz gut.